Hallöchen und willkommen zu einem kurzen Infovideo. Damit das Ganze auch kurz bleibt, komme ich direkt zur Sache. In wenigen Tagen erscheint Pokémon X und Y. Und weil es mit Sicherheit richtig cool wird, das Ganze mit mehreren Leuten zu spielen, möchte ich hier auf YouTube und auch auf getgaming.de eine kleine Community aufbauen. Und dazu machen wir heute zwei Dinge. Einmal zeige ich euch meinen Freundescode hier von dem 3DS, damit ihr mich adden könnt. Und ich sammle eure Freundescodes, um die quasi an unsere Abonnenten weiterzugeben. Wir fangen erstmal mit dem ersten an, und zwar mit meinem Freundescode. Da gehe ich mal hier oben drauf und da sehen wir meine Freundesliste, die momentan, ich habe keine Freunde leider, tut mir leid, ja, leer ist. Ja, und deswegen soll die jetzt richtig gefüllt werden. Freude Online 0, ich habe aber auch insgesamt keiner. So, 3, 2, 1, Risiko. Da ist meine kleine 3DS-Freundeskarte und hier unten seht ihr meinen Code. Ich lese nochmal vor, und zwar ist das die 2895-6687-7052. Ja, wenn ihr nicht wisst, wie man jemanden adden kann, weil ihr auch keine Freunde habt, ihr klickt einfach oben hier auf das kleine Mannequin und sagt Internet und könnt dann da quasi diesen Code, den ich gerade vorgelesen habe, eingeben. So, jetzt kommen wir zur nächsten Sache. Ihr könnt mich adden, egal ob ihr Pokémon spielt oder nicht, auch wenn ihr was anderes spielt, wie zum Beispiel hier meine Lieblingssoftware Luigi's Mansion 2, könnt ihr auch das machen. Jetzt geht das Wort nur an Pokémon X und Y Spieler. Bitte die anderen hierbei nicht mitmachen. Und zwar möchte ich eure Freundescodes sammeln und die dann in der Videobeschreibung von Pokémon Gameplays oder auch auf der Seite bei irgendwelchen News dann immer wieder posten, damit ihr quasi euch eine kleine Community aufbauen könnt und euch dann auch gegenseitig gegenseitig interagieren könnt, online irgendwelche Dinge tauschen etc. Ich denke, das wird eine ganz coole Sache und ich bin quasi der Pool, das Becken für diese Freundescodes. Ihr macht folgendes. Ihr geht unter diesem Video auf den Channelnamen auf YouTube auf mpox.de, da klickt ihr drauf. Dann im Kanal habt ihr einen Reiter, der schimpft sich über uns. Da geht ihr wiederum drauf. Und da habt ihr den Button auf Nachricht senden. Wenn ihr da drauf geklickt habt, kommt ihr auf das Nachrichtenfeld und gebt dann bitte im Betreff 3DS Freundescode ein. So, was jetzt folgt, macht ihr bitte genau so, wie ich es sage, weil dann kann ich es einfach nur kopieren und einfügen und habt da keine Malessen mit, das Ganze in eine schöne Form zu bringen. Und zwar schreibt ihr in die Nachricht euren Nintendo-Namen, ja, der wäre bei mir Mpox, wie man hier auf dem 3DS sieht, in Klammern euren YouTube-Namen, ganz wichtig, das wäre bei mir mpox.de, dann macht ihr die Klammer zu, setzt ein Komma, schreibt, welche Pokémon-Version ihr habt, also entweder Pokémon X, wie das bei mir ist, oder Pokémon Y bei euch, dann kommt ein Doppelpunkt und da schreibt ihr dann euren Freundescode rein. Dieser Freundescode, der jetzt hier gerade im Demo angezeigt wird, ist übrigens nicht mein Freundescode. Habe ich jetzt einfach nur irgendwas eingetippt. Spult zurück, um meinen Freundescode zu sehen. Ja, wie gesagt, genau so macht ihr es bitte. Dann wird das Ganze schön übersichtlich und ich kann eine schöne Liste anfertigen. Wenn ihr sagt, was ist hier ein Nintendo-Name, kenne ich nicht. Ich zeige euch das nochmal kurz auf meinem 3DS, wie ihr den ändern könnt, wenn ihr den irgendwann mal gesetzt habt und nicht wisst und sagt, ach Mensch, das ist ein alter Name. Da war ich noch, weiß ich nicht, 4 oder so. Ich will den ändern. Da geht ihr einfach hier auf die Systemeinstellung eures 3DS, dann wählt ihr da die allgemeinen Einstellungen und geht ja auf die Nutzereinstellung. Und da habt ihr die Möglichkeit, Geburtsdatum und auch den Benutzernamen anzupassen, ne, wie ich das hier mache. Da steht jetzt Mpox kleingeschrieben, genauso möchte ich es auch haben und deswegen lasse ich das auch so. Klick auf OK, ja, der Nutzername wurde jetzt hier wieder gespeichert, kann dann einfach wieder zurück, ne, wieder zurück. Und beenden, dann bin ich wieder in meinem Homescreen und da zeige ich euch jetzt ein letztes Mal meinen Freundescode. Obwohl das eigentlich unnötig ist, aber ich habe mir das jetzt so gedacht als kleinen Abschluss. So, Freundesliste, ich hoffe, die wird voll, ich nehme natürlich alles an. Ich freue mich schon, wenn ihr mich addet und so weiter. Ne? Da könnt ihr dann hier, habt ihr nochmal meinen Code. Wenn ihr sagt, Mensch, ich will gar nicht so viele Leute auf meiner Freundesliste haben, die gehen mir bestimmt alle auf den Sack. Ihr könnt das auch einstellen hier oben. Wenn ihr auf der Statusanzeige sagt zum Beispiel, ich möchte meinen eigenen Online-Status nicht anzeigen und ich möchte auch nicht anzeigen, was ich spiele, da könnt ihr so ein bisschen die Privatsphäre quasi
einstellen. Ne? Nicht, dass ihr da Bedenken habt, dass euer Freundescode irgendwo online steht. Ansonsten kann man damit auch nichts machen. Sonst würde ich meinen Freundescode ja auch nicht großartig hier an die Glocke hängen. Ja, das war's schon. Wie viel habe ich es geschafft? 5 Minuten. Das passt ungefähr. So wollte ich es haben. Ich freue mich auf Samstag. Da kommt das Spiel raus. 12. Oktober. Also Pokémon X oder Pokémon Y. Und da werdet ihr wieder ein bisschen Gameplay von mir sehen und ja, mit Sicherheit auch die eine oder andere lustige Minute. Ich freue mich drauf, Leute. Hat Spaß gemacht, dieses Video zu erstellen und hat mit Sicherheit oder macht dann auch Spaß, mit euch zusammen zu zocken und dann Sachen zu tauschen und so weiter und so fort. Ich bin euer Mpox und bin draußen. Bis dann. Tschüss.